Hallihallo Welt und alle diese Bevölker mit allen Menschen aller Geschlechtern und Völkern. Damit heiße ich alle herzlich willkommen zurück in mein Let's Play zu Stranger Things 3, The Game, dem Videospiel zur dritten Staffel von Stranger Things. Und jetzt gehen wir in das Gruselkabinett und verfolgen die Russen. Die Russen kommen, die Russkis kommen, die Russkis. Alter, ach schade, aber es ist keine Screen Space Reflection. Na gut, das soll ja auch ein Spiel angelehnt sein an die Arcade-Spiele aus den 80ern. Hey, ho, hey, hey, viel Spaß im Gruselkabinett heute. Pass auf, deinen Kopf auf. Oh, da ist er ja. Gehen wir erstmal hier lang. Hä? Okay. Oh nein, Steve! Steve, ich brauch dich! Steve! Okay, so. Ach so, ist das immer das gleiche? Immer die gleiche falsche. Ist das immer die gleiche Richtung? Tatsache. Na gut, dann gehen wir halt nach rechts. Dann gehen wir nach rechts! Und ich noch links! Dann gehen wir nach rechts! Hä? Och, och, Menno. Ich würde eigentlich uns immer sicher gehen und halt überall durchgehen, ne? Habe ich irgendwas vergessen, worüber ich in der vierten Staffel noch reden wollte? Ja, die brutal, wie brutal die, der Vector seine Opfer umbringt, ne? Bricht die Beine, bricht die Arme und dann drückt er die Augen aus. Ja. Das macht er halt auch mit der Max, ne? Also er drückt die Augen, er schafft es aber nicht, die Augen auszudrücken, weil die in letzter Sekunde noch gerettet wird, die Max. Und das ist eine richtig coole Szene, ne? Der Endkampf zwischen Vector, Robin, Nancy und Steve, die am Ende in Vectors Haus einbrechen, in Upside Down und gegen den kämpfen und ihn abfackeln wollen, ne? Und das ist so eine coole Szene, weil die ganze, es ist halt eine ganze Montage, wird unterstützt von Kate Bush, Running Up the Hill. Also die kämpfen halt in Upside Down gegen Vectors realen Körper, währenddessen gleichzeitig die Eleven gegen Vectors Geist in seinem Gedächtnis kämpft, ne? Also das ist halt so ein Triple Penetration Kampf, ne? Ja, das ist halt so eine coole Montage mit der Musik, wie der Abfackel und Kate Bosch. Und das ist alles so awesome. Und dann noch der Kampf zwischen Max, wo die dann in der Luft schwebt und Lucas Sauer kämpft gegen diesen einen, gegen diesen Arschloch-Basketball-Typi da, ne? Der halt die Küssi rechnen will, weil der denkt halt, dieser Hellfire Club wäre Teufelsanbetung. Da ist halt dieses ganze Thema mit der Teufelsanbetung, was damals in den 80ern ja auch ziemlich groß war. Dieses ganze Teufelsanbetungskack. Ah Gott! Reden gleich weiter. Wuhu! Wuhu! Alles klar. Oh! Slash! Ups. Das ist ja so eine coole Szene. Natürlich überlebt der Vector ganz am Ende. Und ganz am Ende glaubt man es echt nicht, der Böse gewinnt mal. Und zwar, upsala, gewinnt der Vector ganz am Ende und bricht wirklich mit den Upside Down in Hawkins halt rein, ne? Aber zuerst ist eine ganz munte Stimmung, ganz schön spontan munte Stimmung. Der Hopper kommt mit der Joyce halt auch an und die sehen halt alle, dass der Hopper noch lebt und die umarmen sich, alle sind alle glücklich. Richten so ein Krisenzentrum in der Highschool ein, verbreiten Care Packages und alles, versorgen die Verletzten und alles Mögliche. Max liegt im Koma und der Lucas liest da halt ein Buch vor. Versammeln sich alle auf Hoppers Hütte. Man denkt, es wäre Ende und dann ganz zum Schluss fängt ganz Hawkins an zu, also an zu beben. Und, das Upside Down bricht halt komplett in die. In die reale Welt hinein, ne? Und dann wird das halt beendet, der ganze Himmel wird orange und
Schwarzbild und Vecna hat gewonnen und ist ins Upside Down reingebrochen. Aber natürlich ist er halt auch stark verbrannt und er ist halt auch stark geschwächt, aber er hat überlebt. Und er hat gewonnen. Er hat sein Ziel erfüllt. Und das ist halt das große Thema, was halt in der fünften Staffel kommt. Deshalb würde ich auch sagen, da gibt der Jahressprung natürlich auch viel Sinn, weil der Vecna wird bestimmt auch lange brauchen, um sich von den ganzen Verletzungen und alles zu erholen. Weil er ist, man muss bedenken, der Vecna, egal wie stark der ist und alles Mögliche mit seinen Kräften, man muss bedenken, der ist nichts weiter als ein Mensch. Der ist einfach nur ein ganz sticknormaler Mensch. Ein Schuss in den Kopf und er wäre tot. Er ist ein ganz normaler Mensch. Mehr ist er nicht. Da hier, steh in der Säure, du. Oh, da hat er sich aufgelöst. Und natürlich an der Stelle, wo der die Max halt umbringt, ne? Da, wo die Max halt gestorben ist, bricht halt auch so ein Teil vom Upside Down auf und disintegrated halt diesen Arschloch-Basketballspieler an. Und das ist halt so satisfying gewesen, als der vaporisiert wurde. Oh ja. Aber der hat's echt verdient, ne? Weil er wurde halt erschossen von Lucas? Eric hat den erschossen, oder? Wer hat den Typen nochmal erschossen? Auf jeden Fall. Ah, nee, hat gar keiner erschossen, ne? Nee, gar keiner hat den erschossen. War in der Fanfiction. Da hat nämlich die Love Interest von dem Steve, die Schwester von Erica, von Lucas, die große Schwester, ihn umgebracht. Und wird die Leiche halt disintegrated. Und er war in dem Zeitpunkt auch halt auch so in der Serie noch am Leben, ne? Und er wird halt so vaporisiert. Und das ist halt so satisfying. Was hat das Arsch doch einfach verdient gehabt, ey? Weil er ist es halt schuld, dass Lucas Max nicht retten konnte. Oh nein. Hoppala, da bin ich an meine Taste gekommen. Ich glaube, es hat man oben links ganz kurz das Afterburner-Menü gesehen. Naja, 144 FPS, jawohl, 11.30 Uhr. wo muss ich lang? Nach links, ne? Ja, ich hätte da links gemusst, ne? Ja. Ich glaube, das war's eigentlich mit meinem Gespräch über die vierte Staffel, ne? Das ist eine ziemlich coole Staffel. Freue ich mich auf jeden Fall, wenn es weitergeht. Vor allem, wann es endlich weitergeht. Und das wird eine lange Zeit dauern. Ich rechne auf jeden Fall spätestens erst Ende 2023. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Endlich erst mit 2023 am Ende. Also im Dezember 2023. Mit dem Jahressprung bis 1989 an Silvester, wo die Serie halt enden wird. Also da gehe ich halt davon aus. Amerikanischer Abschaum. Ich bin Gregory. Jetzt ist alles stehen geblieben. Da hat wohl jemand den Lautsprecher verstellt. What the fuck? What the fuck? Hä? Leute. Hä? Oh, ich hasse diese scheiß Rätsel manchmal, ne? Jetzt muss ich ja hier rumrätseln, wie ich weiterkomme. Oh, ich hab's rausgefunden. Yay! Yay! Cool. Awesome! Was war's das? Keine Ahnung, war's das? Ich glaube ja, weil ich war überall drin, glaube ich. Naja, ich glaube, das war's. Vielleicht werde ich. Ah, Stufe 3. Mach erstmal hier auf. Komm, Joyce, mach auf. Und ja, schön, und in Stranger Things Staffel 4 küssen sich ja auch Hopper und Joyce endlich mal das erste Mal. Endlich mal, ne, ja. Hat auch lang genug gedauert, ne. Also die beziehen sich in die Beine, hat sich auch lang gezogen. Bis da mal endlich was passiert ist, ey. Da ist eine Nachricht an Bord. Personal. Ach so, an das Personal. Den Boden beim Putzen nicht so arg schrubben. Die Karte verblasst schon. Oh, die Karte verblasst schon.
Hoch, links, hoch, 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 rechts, hoch, rechts. Also, einmal hoch, dann links, hoch, hoch, rechts und dann wieder hoch. Hoch. Ich weiß nach rechts. Ich weiß, wo ich hin muss. Aber ich möchte natürlich auch wissen, ob es dann irgendwo vielleicht noch was anderes geben würde. Aber ne, ich weiß, dass ich nach links muss. Links. Boah! Also jetzt muss ich natürlich wieder nach oben, aber ich möchte wissen, ob hier auch in eine andere Richtung was wäre. Man kann ja sein, dass da vielleicht ein geheimer Raum versteckt ist. Hä? Ach so. War ich links schon? Ja, war ich schon. Kurzer Gedächtnis lässt wieder mal grüßen, Leute. Oh Gott, da ist die Granny. Au. Alter. Mit dir einen umhauen, ey. Nimm das und da. Aua. Und das. Du Granny, nimm das! Noch einen hoch. Oh nein! Ich war schon, weil ich nach rechts gehen müssen. Scheiße. Na, wir sind eh noch nicht fertig. Okay. 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 Da habe ich das eigentlich nochmal her, dieses okay. Ach ja, ich weiß es wieder. Es gab nämlich früher mal ein Game Boy Advance-Spiel von Shrek 2. Und da, wenn man nämlich zu, wenn man zu Esel immer wechselt, dann immer dieses okay. Das war jetzt gerade übrigens mein Handy. Ah, rechts hätte ich gemusst. Nein! Bam. Oh, ein Föhn. Nice. Ein Boxer kommt ein Föhn raus. Also momentan läuft das Spiel ziemlich gut, ne? Ich habe momentan keine Probleme im Spiel. Was hast du denn da? Eine Mullbinde? Und das ist Ice Cream. It's Ice Cream, Leute. Der Eismann kommt. Ich weiß, jetzt muss ich nach oben, das weiß ich. Aber trotzdem möchte ich mal in die andere Richtung gucken gehen. Na gut. Ich bin nicht doof. Warum lasse ich nicht einfach einen Charakter da oben stehen, ne? Stimmt, das spart Zeit. Wartet mal. Bleib, tausch. Du bleibst da. Okay. Tauschen, folgen. So geht's auch. Okay. Fleischen, tauschen, bleiben. Du bleibst hier. Oh, guck mal, war richtig. Bleibst hier, ich gehe da lang. Alles klar. Tauschen, folgen und ich gehe jetzt hier lang. Sobald die da ist, gehe ich nach links. Warum mache ich das nicht die ganze Zeit so? Ist auch viel cleverer. Cleverer. Komm schon, Erika, wo bleibst du? Erika! America, komm schon. Danke. Du bleibst hier und ich gehe da rein. Okay. Folgen und tauschen. Immer ein vierter Stock. Alter. Alter. Money. Wir drehen uns und drehen. Dann pass auf hinter dir. Hahaha. Wir drehen uns und drehen. Pass auf hinter dir.
Ach so. Ich will immer, wie sie immer zersplittern, ey. Keycard. Zurück, hey, zurück, hey, zurück, hey. Also ich muss dreimal zurückgehen. Hab ich schon. Dreimal zurück? Oh! Cool. Nice. Sonst muss ich nirgendwo nochmal hin, ne? Nee, ne? Nee. Ach so, dann egal welche Stelle, es geht bei allen, okay. Oh, wie groß ist denn das Gruselkabinett hier, ey? Ah! Okay, so. Shit, ich hab noch genug Leben, okay. Da tut sich nichts. Au. Ach man, ich wollte von hinten. Haha. Wie viele Böden hast du bisher im Gruselkabinett gezählt? What? Ach lol, war so richtig. Was? Hä? Wie viele Böden? Haartrockner. Ah, guck mal. Freddy! Ja, das ist keine Anspielung auf Freddy. Freddy Krueger ist, dann weiß ich es nicht, ey. Es gibt, zwei. Wie viele Böden? Ach, wie viele Böden hast du bis hierhin gezählt? Warte, geh ich mal zurück. Aber ich kann nicht mehr zurück. Ach so, weil ich schon richtig bin, okay. Was sagt der Timer? Also das Gruselkabinett ist bisher meine Lieblingsstelle im Spiel. Das ist richtig cool. Oh Gott! Aha, um ins Gruselkabinett zu kommen, wie viele Taler hat es gekostet? 10. Aber ich gebe die anderen auch nochmal an. Warte mal hier lang. 1, 2, 3. Brauche ich nicht.
Oh mein Gott, was ist das denn jetzt wieder hier? Ein großer Kabinettpersonal sollte ein Kunde das Rätsel in diesem Raum nicht lösen können. Sollte ein Kunde plötzlich die Antworten. Der Rest wurde abgerissen und fehlt. Oh, wirklich? Der Rest der Antworten fehlt. Ist klar. Jawohl, Hopper, zerstört den Stuhl. Das ist der Stuhl. Die haben mir die Wohnung voll geschießen. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, das Rätsels Lösung, wie es aussieht, schon zwei gelöst haben. Oh, ich weiß auch warum. Ich weiß auch wie, da fehlen noch zwei Rätselköpfe, die wir finden müssen, die an der Wand kleben. Werden wir im nächsten Part machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Video auch wieder dabei zu meinem Let's Play zu Stranger Things 3 The Game. Euer Dagovian.